Geliebter Vater, als erst möchte ich dir danken, dass du uns hierher geführt hast. Wir sind in der Reduktion de Jesus, Jesuitenreduktion de Jesus. Du hast mir heute gesagt, es geht um die Päpste der katholischen Kirche, um die katholische Kirche sowieso. Und ganz im Besonderen um den jetzigen Papst Franziskus. Du bezeichnest dich als Vertreter Gottes auf der Erde. Da hast du halt das ganze Wesen Gottes überhaupt nicht begriffen. Wo ist seine Liebe? Wo ist sein ganzes Wesen? Sein Herz voll von allem, wenn du dich als Vertreter hier bezeichnest. Ich möchte dir sagen, und das sind die Worte vom Vater persönlich, Gottes Worte, dass auch du deinen Lebensfilm sehen wirst. Ich bitte ihn darum, dass er ihn dir jetzt schon zeigt, damit du die Chance hast, dich umzukehren. Alle Ursache, Wirkung, alle Konsequenzen wirst du tragen müssen über dein Handeln. Du hast Ja gesagt zu den Kriegen, hast die Waffen gesegnet. Du hast Ja gesagt zu den Biowaffen. Du hast Ja gesagt zu allen möglichen Dingen, die die Menschen quälen. Folterung. Folterung in früheren Zeiten, aber auch Folterung heute. Durch die Biowaffen, durch die Spritzen, durch die Moskitos, durch die Zecken, alles mögliche Krankheitsüberträger. Alle Schmerzen wirst du spüren. Alle. Überall, wo du Ja gesagt hast dazu, wo du Befehle erteilt hast in die Welt hinaus, wirst du spüren. Wirst du sehen, hören und spüren. Es gilt auch für dich. Es ist das Gesetz Gottes. Auch du bist ein Kind Gottes im Inneren. Warum hast du dich für die Dunkelseite entschieden? Warum bist du nicht bei Gott geblieben? Unserem herrlichen Gott, der sich um uns kümmert, der alles für uns tut, damit es uns gut geht. Warum hast du dich entschieden, die Menschen dazu zu bringen, Satan anzubeten, damit sie die Erleuchtung erreichen? Was für ein Blödsinn. Warum hast du gesagt, kommt alle? Viele, viele Staaten haben mitgemacht bei dem Tanz um das goldene Kalb. Immer noch in der heutigen Zeit. Warum? Warum machst du sowas? Das ist ein Verhalten, das wirklich nicht zu Gott passt. Er hat die Liebe. Er hat sein ganzes Wesen voll mit seiner Ordnung. Die Ordnung im Denken, die Ordnung im eigenen Körper, die Ordnung im Haus, die Ordnung in der Natur. Es geht darum, dass wir den Willen Gottes tun, unseren eigenen Ego-Willen ablegen, uns danach richten, wie Gott es uns zeigt, wie er es uns ins Herz setzt. So ein Blödsinn, zu sagen, betet den Satan an, dann werdet ihr erleuchtet, alle Christen. Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du sowas den Christen sagen? Dafür wirst du aushalten müssen, die Konsequenzen. Du wirst sie aushalten müssen, auf jeden Fall. Hör auf damit, mit allem zu spielen, mit allen Menschen, mit den Geschöpfen Gottes zu handeln. Menschenhandel, Rituale im Vatikan, in den katholischen Kirchen, überall. Kindermissbrauch, was soll das? Das sind nicht Gottes Gedanken, das sind nicht seine, das ist nicht sein Wesen. Seine Weisheit, die bringt uns völlig woanders hin. Die sagt, seid ein Volk von Brüdern. Schaut, dass es dem Nächsten, der bei euch steht, gut geht. Er sagt,
Was ich nicht will, dass man mir tut, das füge auch dem Nächsten nicht zu. Er redet zu uns ins Gewissen, Ernst und Gewissenhaftigkeit, damit wir Menschen lernen, in der Gewissenhaftigkeit zu leben, zu reden und zu handeln. Dazu ist die Gewissensstimme da. Er hat jedem seiner Geschöpfe, jedem Kind seinen Geistfunken ins Herz gesetzt. Es gilt, darauf zu hören. Für jeden Einzelnen, auch für dich, auch für die großen Päpste der Kirche, für die Kardinäle, für all die, wo denken, sie sind die Vertreter hier. Nein, auf keinen Fall. Wo bleibt da das Wesen Gottes? Wo bleibt da seine Liebe, seine Geduld und Langmut, die uns hilft, auf den Heimweg zu kommen? Ja, schau dir ruhig den Lebensfilm an, jetzt erschrickst du und hältst die Hände vor die Augen. Es ist dein Leben, was du lebst. Es ist deine Haltung, es sind deine Befehle, die du gibst. Es ist dein Tun, deine Handlung. Du kannst dir ruhig überlegen, wie du das wieder gut machen möchtest. Frag Jesus Christus. Du weißt, Jesus Christus sagte, wer mich kennt, kennt den Vater. Du weißt es genau. Warum hast du studiert? Du kennst die Gesetze Gottes. Warum hast du dich auf die Gegenseite gestellt? Warum nur? Du hast schon bei deiner Wahl manipuliert. Du bist nicht der Gesetz, der rechtmäßige Papst für die Erde hier. Ihr seid die Widersacher. Alles. Nur um die Menschen zu verwirren, um die Menschen ins Leid und in den Tod zu führen. Ihr werdet dafür büßen müssen. Eben, Ursache, Wirkung gilt auch für euch, gilt vor allem auch für dich. Frag Jesus Christus, wie du das wieder gut machen kannst. Du wirst Millionen von Jahren abtragen müssen. All die, wenn du jeden Menschen, der durch deine Befehle leidet, jedes Leben müsstest austragen, dann wärst du Millionen von Jahren dran. Noch mehr. Wenn du jetzt umkehrst, wenn du diese Gnadenstunde, diese Stunde der Liebe, diese Stunde der Rückführung, die Gott auch dir schenkt, nutzen tust, dann kannst du die Zeit verkürzen. In die Wiedergutmachung gehen musst du sowieso. Das gilt für jeden. Das Gesetz von Ursache, Wirkung, was du säst, wirst du ernten, gilt für jedes Geschöpf. Es sind die Gottesgesetze, ohne dass ein Leben im Reich Gottes nicht möglich ist. Gott Vater möchte, dass wir alle wieder in sein Haus zurückkommen. Nur die Rückwege sind verschieden lang. Je nachdem, wie schwer belastet eine Seele ist. Du weißt genau, dass der Körper stirbt, aber dass die Seele und der Geist auf ewiglich leben. Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Also wirst du auch, nachdem du den Körper hier abgelegt hast, die Dinge aushalten müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. Also schau zu, dass du deine Haltung änderst. Schau zu, dass du dir den Lebensfilm jetzt anschaust, in der vollen Härte. Guck die Menschen, wie sie rufen. Guck sie, wie sie schreien vor Schmerzen. Guck mal, wie die Folter, auch die heutigen Dinge sind wie Foltern. Der ganze Körper schmerzt, die Nerven spielen nicht mehr mit, sie hören auf. Die Nerven sind völlig verrutscht und alles funktioniert nicht mehr so, wie es Gott in seiner Schöpfung vorgesehen hat.
Nutz die Chance jetzt, diese Stunde der Gnade. Nutz sie für deine Umkehr. Michael, Erzengel Michael, der Träger von Gottes Willen, wird dir dabei helfen. Frag ihn, frag Jesus Christus, was du tun kannst, um die Situation jetzt, heute, auf dieser Erde zu verändern. Hilf, dass die Kriege aufhören. Hilf, dass die Spritzen und diese Biowaffen aufhören. Hilf, dass die Menschen wieder in Frieden miteinander leben können. Italien ist völlig von Unwettern überschwemmt. Hagel, heftige Regenfälle. Was glaubst du wohl, warum? Auch das ist Austragung. Auch das ist ein Hinweis Gottes auf die heftigste Haltung, die es auf Erden gibt. Überall. Du kennst die Weltgeschichte. Du weißt, wie es zugeht, überall auf der Erde. Du weißt es. Warum tust du nichts dafür, dass sich das ändert? Du hast die Chancen dazu. Du hast die Macht dazu. Du kannst es ändern. Also nutz diese Chance. Überall, wo die Menschen ganz weit von Gott, unserem Schöpfer, weg sind, wo sie weit entfernt sind von ihm, da gibt es die Erdbeben, da gibt es die Hagelstürme, die Unwetter, die Vulkane. Also hört auf mit dem Blödsinn. Hört auf damit, immer gegen Gottes Willen, gegen seine Schöpfung, gegen seine Kinder zu handeln. Auch du bist eben ein Kind Gottes und du kannst es ändern. Vater, hilf ihm bitte. Bitte hilf ihm, damit er erkennt, was er ändern kann. Damit er erkennt, was Not tut, in der heutigen Stunde zu tun. Ich selber habe die Schmerzen der Folter noch mal zu spüren bekommen letzte Nacht. Du hast mir noch mal die Meditation für heute noch mal runtergegeben. Der ganze Körper war voller Schmerzen. Ich konnte gar nicht aufstehen. Und es ist noch ein kleiner Teil. Du hast viel von mir weggehalten, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber auch er kann dich helfen. Alle Kinder können zu dir kommen, wenn sie guten Willens sind, wenn sie dich anbeten, wenn sie dich verherrlichen, wenn sie dich um Hilfe und um Segen bitten. Du allein bist derjenige, der das wirklich geben kann. Niemand sonst auf der Welt ist dazu fähig. Niemand kann ein Wesen erschaffen, nur du. Keiner kann irgendeinen Samen herstellen. Nur du. Du bist unser Schöpfer und du bist derjenige, der die ganzen Geschicke der Erde führen möchte, wenn es denn die Menschen zulassen. Es hängt von jedem Einzelnen ab, ob er sich von dir führen lässt. Ob er deine Stimme im Herzen vernehmen will. Ob er fähig ist, sich mit dir zu verbinden. Die Verbindung zu dir zu suchen. Das alleine bringt die Glückseligkeit. Das alleine bringt Frieden. Frieden im Herzen, Frieden in der Familie, Frieden im Land, Frieden auf der ganzen Welt. Bitte, Vater, hilf jedem Einzelnen, die jetzt Hilfe rufen, zu dir hochschreien. Hilf uns, Gott, hilf uns. Ganz viele Menschen sehe ich gerade, die alle die Hände hochrufen und sie alle dir entgegenstrecken. Bitte hilf ihnen. Sie möchten gern die Stunde der Gnade nutzen. Es sind ganz viele Opfer von den katholischen Kirchen jetzt dabei. Jeder Einzelne ist da und Jesus Christus macht die Arme breit und will jeden Einzelnen heimholen, heim ins Vaterhaus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit kommt von dir, Gott. Den Weg ins Vaterhaus heim, den zeigst du uns.
das Leben, ewiges Leben, das hast du uns geschenkt. Und dafür danke ich dir. Hilf den Menschen, die jetzt so armselig da liegen und warten auf deine Hilfe. Francisco, nutz die Chance. Kehr um. Kehr um und bitte Jesus Christus um Hilfe. Bitt ihn darum, dass er auch dir hilft. Bitt ihn darum, dass du aus den Fängen der Widersacher herauskommst, dass du wieder ins Licht Gottes gehen kannst. Bitt ihn darum, dass er dir vergibt. Ohne das ist keine Wiedergutmachung möglich. Vergeben und um Vergebung bitten. Nichts anderes führt ins Vaterhaus heim. Bitt um Vergebung jeden Einzelnen der vielen Opfer, die hier stehen und klagend vor dir stehen jetzt. Bitt sie um Vergebung. Jeden Einzelnen, du wirst dich niederknien müssen. Du wirst jeden Einzelnen wieder aufheben müssen, sie wieder aufrichten müssen. Du kannst aber die Engel drum bitten, dass sie dir helfen. Raphael steht da, Michael steht da. Du kannst sie bitten, dass sie dir helfen. Jesus Christus, alle sind sie da. Sie möchten nichts lieber, als jetzt die Stunde zu nutzen, und jeden Einzelnen wieder heimholen ins Vaterhaus. Herr, deine Güte und deine Langmut ist ewiglich. Du gibst jedem die Zeit, die er für seine Wandlung braucht. Du gibst jedem die Chance, sich zu wandeln und deine Gesetze in sich aufzunehmen. Du gibst jedem ein Zeichen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit. Kein anderer ist so wie du. Kein anderer kann dich vertreten, weil du nämlich derjenige bist, der uns erschaffen hat. Du bist derjenige, der uns das Leben schenkte. Und er möchte, dass wir all unsere Fehler einsehen und um Vergebung bitten, wieder gut machen. Dass wir vergeben, wenn uns wehgetan wurde, und wieder gut machen. Alles, das sind die Gesetze Gottes. Und das ist gut so. Deine Gesetze sind ewiglich. Millionen von Jahren, seit die Schöpfung besteht, bestehen auch deine Gesetze. Es ist das Fundament für jedes Leben. Es ist das Fundament, ohne das kein Haus steht, bleibt. Die Seelenhäuser stehen nur fest mit dem Fundament aus deinen Gesetzen eben. Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst und Gewissenhaftigkeit, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Das sind deine Wesen. Das sind deine Charakterzüge, die du seit dem Tag der Schöpfung jeden Tag lebst und jeden Tag von deinen Kindern erwartest. Du hilfst jedem Einzelnen, das zu lernen. Du hilfst jedem Einzelnen, auch den großen Herren der Welt, wie sie sich benennen. Auch ihnen hilfst du bei ihrer Umkehr, damit sie die Gesetze Gottes lernen können, die sie total vergessen haben hier unten. Herr, danke, dass du so bist, wie du bist und dass du uns immer wieder all deine Liebe schenkst und alles, was du lebst, uns schenkst, uns Hoffnung gibst für Zeiten der Not, uns Hoffnung gibst für Zeiten der Drangsal. Auch in der heutigen Zeit bist du da und hilfst jedem deiner Kinder, sofern sie dich darum bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Das sagst du, das sind deine Worte. Danke dir dafür.
Du hörst die Vögel, wie sie dem zustimmen, was von dir kommt als Wort. Alle geben den Lobgesang zu dir hoch. So ein fröhliches Gezwitscher hier. Wenn es die Menschen nur auch lernen würden. Einfach nur Lob und Freude und Glück. Mit deiner Liebe im Herzen, die du ja jedem mitgegeben hast. Du hast ja jedem deiner Kinder mitgegeben. Alles, alles hast du ihnen mitgegeben. Wir brauchen es ja nur umsetzen, wir brauchen es ja nur tun. Danke, Vater. Vielen Dank. Amen.